Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal wieder am Abend starte ich das Video und für mich geht es jetzt heim. Dann wird es heute wahrscheinlich eine Pizza geben, die ich mir einfach in den Ofen schiebe. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was so der Abend noch bringt. Wettertechnisch schaut es hier gerade so bei uns aus. Also es ist gerade geht's, weil die Sonne nicht da ist, aber im Laufe des Tages war es doch ziemlich warm, wenn nicht gar heiß. So, heute seht ihr die Brücke mal von der anderen Seite. Also ich gehe ja sonst eigentlich immer oben drüber, aber ich hatte heute keine Lust durchs Einkaufscenter zu gehen, weil man da ja dann immer die Maske nochmal aufsetzen muss. Und deswegen gehe ich heute unten entlang. Und ich parke heute mal wieder am Ende der Welt, weil dieser eine tolle Parkplatz, den ich glaube die letzten zwei Tage hatte, der war heute belegt. Deswegen musste ich wieder am Ende der Welt parken und dementsprechend lang laufen. Aber wie sage ich immer, so hat man halt nochmal einen kleinen Spaziergang am Abend dann. Vor der Arbeit habe ich noch die Babys hüpfen lassen und es war wieder relativ ruhig. Also es war eine günstige Zeit, es war nicht so viel los und keiner war im Busch. Alle waren schön draußen, auch der Bruno. Man hat richtig gemerkt, wie gut es denen tut, wenn halt nicht so viele Menschen da unterwegs sind oder wenn es nicht so laut ist außen. Da ist er echt sehr empfindlich, wenn ihm das zu viel wird. Sofort ab in den Busch. Es war richtig schön, dann das zu sehen. Ich bin wieder beim Auto und heute Abend muss ich dran denken, beziehungsweise heute Abend wasche ich die ganzen Mundschutze. Ich benutze den ja immer nur einmal und dann sammle ich das quasi im Auto. Und wenn dann der letzte benutzt ist, dann nehme ich den mit in die Wohnung und dann wasche ich. Und das ist heute wieder der Fall. Die Pizza ist im Ofen und der Teig fängt schon wieder an, sich nach oben zu biegen. Ich habe noch 2 Minuten. So, dann schauen wir mal, wie heute die Pizza geworden ist. Moment, Teller. Also heute ist der Teig eigentlich ganz gut geworden. Ich hatte die Pizza sonst immer 15 Minuten drin und dann aber meistens noch ein bisschen länger in der Restwärme, weil ich mit meinem Obst noch nicht fertig war. Dieses Mal hatte ich, ich weiß jetzt gar nicht, 12 oder 13 Minuten. Ich glaube 12, aber dann auch noch ein bisschen in der Restwärme drin. Und oben, da ist übrigens noch ein bisschen Butter drüber gelaufen,
Oben finde ich es von der Dunkelheit her ganz gut, so vom Käse. Und der Boden, der ist auch, also hier sieht man das vor allen Dingen, der ist auch ein bisschen lockerer. Ich meine, außen, das ist immer noch ein bisschen kross, aber so der Boden geht. Und ich habe mir, könnt ihr das sehen, ich habe mir hier in den Nagel geschnitten. Und zwar mehrmals, wenn ich das Futter für die Babys schneide. Und jedes Mal wieder, also die Kamera stellt gerade nicht scharf, ist vielleicht auch besser. Jedes Mal wieder schneide ich mir da rein und es klafft halt schon so weg. Und wieso stellt denn das nicht scharf? Nee, es geht nicht. Ich versuche gerade das einzustellen. Auf jeden Fall fehlt eh vorne schon die Hälfte vom Nagel und ach Mann, das klafft halt schon so richtig weg. Ein Kreuz. Jetzt kann man es, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Seht ihr das hier? Das und das tut weh zum einen und zum anderen bleibe ich überall hängen. Das klappt immer so irgendwie um und ich schneide mich immer wieder in diese Stelle. Es ist echt. Jetzt sieht man es. Der Mindestabstand wird perfekt eingehalten. Da kann sich so manch einer ein Beispiel dran nehmen. Was ist jetzt los? Bruno, was ist denn los? Schauen wir mal, wie heute das Reingehen funktioniert. So, jetzt gibt es Abendessen, okay? Leute, muss kurz Fußpflege machen. Wie Emmy schaut. Leutchen, haben wir es bald? So, kommt. So, der Bruno geht aber immer vorne weg und die anderen hinterher. Das dann trotzdem. So, jetzt gehen wir rein. Hopp, hopp. Jetzt ist aber der letzte. Oder die Lotte?
Super, alle haben es geschafft. Ja, wunderbar, das ist ja hervorragend. Und das Abendessen steht auch schon bereit. Bruno, einmal den sicheren Weg durch den Tunnel, über die Schüsseln. So, einmal Abendessen und zweiter Gang. Ich habe alles bestellt in der Zeit, in der die Babys draußen waren. Das heißt, die müssen erstmal schauen. Alles wieder so schön sauber und frisch. Holly ist schon am Abendessen. Und der Bruno wird geputzt von der Lotte, dann einmal über ihn drüber gesprungen. So, ich wünsche euch einen guten Appetit. Lasst es euch schmecken. Lotte nimmt immer als erstes dieses Kraut. Na, Spatzel, das magst du gerne. Ja. Ach, ihr seid einfach alle so süß. Bruno muss sich erstmal putzen. Na, ein sehr reinlicher Hase. So, unser Bruni oder Bruno. Es war lustig, eine Freundin von mir, habe ich ihr halt mal so alle Hasen gezeigt, ne? Und wie sie heißen. Und sie so, ach, der Bruno. Und eine Abonnentin schreibt immer Bruni beim Bruno. Also hat der Bruno jetzt auch zwei Spitznamen. Die Lotte ist Lotte, Lottelein und Lotte Potte. Die Emily ist die Emmy, Emmel oder Emmylein. Und die Holly ist Hollylein oder neuerdings habe ich irgendwie Holly Polly noch als Spitzname für sie. Und ansonsten habe ich eine Zeit lang noch Pupperl gesagt. Also Pupperl, also Puppe als Kosename, weil sie so klein ist. Och, und es schmeckt denen. Das ist doch das Schönste, wenn es dem Baby schmeckt. Ne? Und Lotte, habt ihr das gesehen? Lotte, ich habe jetzt in die Ecke gefilmt. Lotte musste sich jetzt mit hier dazusetzen. Und Bruno hat wieder sein Essen im Gesicht hängen. Also alles so wie immer, ne? Und die Lotte musste dort sein, wo die Kamera gerade hinfilmt. Süß. Einfach nur süß. Schreibt mir eure Lieblingsstelle vom Video gerne unten in einen Kommentar und wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit, macht's gut und bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss.